Und let's go. Das sind die cuten Dinger. Muss wieder zurück zum Gewölbe. Komm schon, Kumpel. Apropos, kann ich jetzt? So, die Dinge jetzt darüber, nachdem ich jetzt den Doppelsprung kann. Bin ich jetzt dadurch? Das will ich jetzt noch schnell testen, ob ich zu diesem Ding rüber kann. Ich glaube nicht. Obwohl ich es ja persönlich schon ganz gerne tun würde. Genau, ich bin hier. Ich muss wieder zurück. Ich muss nicht da hinten rüber. Dann gehen wir wieder zurück. So. Sind im Tief mehr Käfer unterwegs als das letzte Mal noch? Der war krass. Ich höre was Seltsames. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Dann will ich sehen. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Das werden wir gleich sehen, was hier passiert. Los, BD. Selbst ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Was ist das? Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz
Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren. Und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Der Zephyr da vorne lebt. Okay. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Nicht so gut geklappt zu haben. Oder ist das Holocron? Ich werde Sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Was haben wir denn hier? Zwei Rodianer. Vier Menschen. Warum ist da nicht Baby oder dabei? Zweite Auslöschung, mehr oder weniger dann. Ausschwärmen, da sind noch mehr. Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich. Ich glaube, du bist echt. Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Oh, wir dürfen uns selbst bekämpfen. Das ist eine Foltermethode des Imperiums. Und die zwei vor der Tür heißen nichts Gutes. Told ya. Oh, nice!
Kerl, das sieht gut aus. Mein Imperator. Nein, jetzt mal im Ernst. Jetzt mal im Ernst, Kerl sieht richtig gut aus. Gibt euch mal die Rüstung. Gut, diese alte Klonrüstung. In schwarz. Aber. Oh, sie finden sie top aus. Kämpfe auch so bekommen, dass du werden könntest. Ich hatte schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Nicht schon wieder. Okay. Das war gar nichts. Ja, dumm. Hey, Kumpel, stimmt. Oh ja, den Move kenn ich schon von ihr. Na, ah, das ist immer bei diesem Scheißding erwisch. Hä? Immer noch auf der Flucht. Triller Suduri. Gefühlt leichter zu bekämpfen als Malikos. Das war natürlich dumm. Wie gesagt, sie kommt hier, sie kommt sehr nah und springst du kurz weg. Immer noch auf der Flucht. Siehst du doch. Ich halt nur, wie man ihr richtig Schaden machen kann. Vorsichtig! Es kann
kommt direkt aus der Hölle. Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Das ist Trillas Vergangenheit. Du kleine Schnepfe. Inquisitorin wird geboren. Als die zweite Schwester Kell im Gewölbe auf Bogana attackiert, gelangt die Lichtschwert durch ein unglückliches Manöver in seine Hände und löst bei ihm ein Echo ihrer tragischen Vergangenheit aus. Kell erfährt von Trillas Geschichte als Tios Padawan, einschließlich der verstörenden Details ihrer Gefangennahme und Verwandlung in die zweite Schwester. Als diese Offenbarung Kell für einen kurzen Moment lähmt, gelingt es Triller, ihm das Holocron zu stehlen. Ja, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder raus. Wir müssen schauen, dass wir dann schleunigst Triller hinterherkommen. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und bis zum nächsten Mal. Hier bei Star Wars Jedi Fallen Order.